Jo, moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video. Wie ihr ja schon gesehen habt, bin ich hier am Kupferspritzen mit unseren Kartoffeln. Das ist die Sorte Carolus. Und ja, vielleicht habt ihr das an der Anfangssequenz gesehen. Der hintere Part ist leider ziemlich zerfressen von Käfern bzw. Larven. Deswegen müssen wir gucken, ob wir da auch demnächst nochmal eine Behandlung mit Novodor oder Nemazal machen. Das sind ja so die Mittel, die wir einsetzen dürfen. Aber heute sind wir erstmal am Kupferspritzen. Und zwar aus folgendem Grund: Diese komplette Woche, habe ich ja schon im letzten Vlog gesagt, ist immer mal wieder so ein schwüles Wetter, warm, es regnet, also so richtig ein Traum für die Krautfäule. Und ja, da wollen wir vorbeugend agieren, spritzen Kupfer, dass wir nicht in Krautfäule untergehen. Und ich habe halt auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich als Biobetrieb oder wir als Biobetrieb das so ein bisschen erklären müssen, wenn wir mit der Spritze losfahren, weil ich mir vorstellen kann, dass sonst so das ein oder andere Negativkommentar mehr kommen könnte. Also, das ist jetzt auf dieser Fläche der dritte Durchgang, genauso wie im letzten Vlog auf der anderen Fläche. Wir sind jetzt dabei, überall den dritten Durchgang zu machen und wir spritzen 1,5 Liter Cuprozin pro Hektar. 1 Liter Cuprozin hat einen Kupfergehalt von 250 Gramm Kupfer und ja, dadurch habe ich 0,375 Gramm Kupfer pro Durchgang. So, jetzt ist die Vorschrift, man darf maximal 3 Kilo Kupfer alle 4 Jahre auf eine Fläche fahren. Da kommen wir lange nicht hin. Wir machen im Schnitt 3 bis 4 Durchgänge. Dieses Jahr wären es 4 Durchgänge auf einigen Flächen, nicht überall. Einfach weil manche Sorten halt Krautfäul anfälliger sind als andere. So, jetzt wollen wir hier mal erstmal wieder weitermachen. Ich mache mal meine Teilbreitenschaltung an. Ja, und wie ihr jetzt vielleicht euch schon ausgerechnet habt, kommen wir da lange nicht hin. Wenn wir 3-mal auf einer Fläche im Jahr durchfahren, sind wir bei 1,125 Kilo Gesamtkupfer. Und wenn wir 4-mal durchfahren, sind wir bei 1,5 Kilo Kupfer. Also das ist so die Hälfte von dem, was wir maximal dürfen. Deswegen alles im grünen Bereich, würde ich sagen. Diese Carolus sieht jetzt auch deutlich besser aus als die Belana, die wir im letzten Vlog gespritzt haben. Die Ballerina, die war ja sowieso auch top. Da waren ja 15 Knollen unter, ein paar davon waren ein bisschen kleiner. Deswegen, es tut mir leid, falls so manche Zuschauer von euch sich denken, Mensch Junge, das haben wir doch jetzt schon ein paar Mal gehört. Aber es gibt ja auch immer noch genug Leute, die neu dazukommen und die das noch nicht von uns gehört haben. Deswegen als Biobetrieb lieber nochmal neu erklären, was du machst. Ja, die Düsen, die laufen alle super. Wir machen hier die Fläche jetzt noch fertig. Ansonsten ist für diesen Vlog der Plan, dass wir ein bisschen Stroh abfahren. Es wurde nämlich gepresst. Ich muss noch weiter Kartoffel spritzen. Weiß ich nicht, vielleicht zeige ich euch das gar nicht mehr, weil es gar nicht so interessant ist. Wir wollen weiter dreschen, unter anderem ein bisschen roggen. Und zum Wochenende soll es in den glutenfreien Hafer gehen. Toi, 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 dass das auch alles klappt. Weil immer wieder ein bisschen Regen angesagt ist. Ihr werdet das ja hier in dem Vlog nachher noch sehen. Ich mache hier die Fläche jetzt erstmal noch fertig und wir sehen uns später wieder. Moin! Wir haben schon Freitag, nächsten Tag. Und irgendjemand muss gestern nach dem letzten Spritzdurchgang vergessen haben, den Monitor auszumachen. Jetzt? Also, ne, na klar, ich war der irgendjemand. Ich muss überbrücken. Ich habe mir dazu den 6215 genommen, einfach weil der hier am dichtesten dran stand. Einmal über Brückungskabel ran. Ich lasse das jetzt gerade schon seit 30 Sekunden einmal kurz ein bisschen laufen. Ich wollte nämlich gerade eben Zapfwelle anmachen, damit ich mein neues Kupfergemisch einmal reinkippen kann. Habt ihr ja auch gestern so mal im Schnelldurchlauf gesehen, wie wir das machen. Das hier ist ein blauer Schlauch über unseren alten Milchtank. Den lassen wir immer mit einem normalen Wasserschlauch volllaufen lassen. Dann haben wir hier, wenn wir mal reingucken, haben wir hier eine Pumpe. So, deswegen lasse ich hier gerade volllaufen. Dann haben wir hier eine Pumpe und die pumpt hier drüber schön schnell die Spritze voll. 2-mal Milchtank ungefähr, dann ist sie voll. Die hat ein Fassungsvermögen von 3700 Liter. Und genau, hier ist meine Mischstation. Hier habe ich jetzt schon Klebemittel auch drin, deswegen hat das so eine Farbe. Wenn ich hier ein bisschen umrühre, seht ihr das Blaue. Also Nufin P, das ist mein Klebemittel. Ja, und dann wollte ich es gerade reinkippen. Beziehungsweise Zapfwelle anmachen und einmal hier über meinen Behälter, wo wir das Spritzgemisch einfüllen. Ja, wollte ich Trecker anmachen, macht da gar keinen Mucks. Nichts soll. Batterie war leer. Wir probieren es jetzt mal. Und eigentlich müsste es auch gehen. Hier, dieser Computer, tatsächlich. Jetzt ist
Zahn. Jetzt ist er aus. Gut. Toi, toi, toi. Schwierig, aber wir haben es geschafft. Alles klar. Ich mache jetzt erstmal meine Spritze hier fertig. Mal gucken, vielleicht sehen wir uns auf dem Feld, vielleicht auch später. Carsten ist gerade hinten am Roggen reinigen. Wir haben gestern noch einen kleinen Ticken gedroschen. Kam ich nicht zu, das zu filmen, leider. Wir sehen uns später. Bis dahin. Jo, und da sind wir nämlich auch schon. Die erste Spritze ist fast leer. Wir sind hier auf unserer Lady Jane in Gange und ich muss auch sagen, die Sorte, die sieht hier echt top aus. Im Gegensatz, ja, kann ich nur wiederholen, zu der Belana in Redde Beiz. Und ja, das Besondere bzw. das Schwierige momentan ist ja hier beim Spritzen das Wetter. So, Kupfer muss mindestens 2 Stunden nach dem Ausbringen, muss es trocken bleiben, damit das ganze Haftmittel, dieses Nufil MP, damit es auch wirklich wirkt und ja, dieser Film auf den Blättern, auf der Pflanze bleibt und nicht gleich wieder runterspült. Und ich meine ja schon, es ist die ganze Zeit immer wieder so Ärgerregen drinne. Und so war es auch heute. Es hat im halben Stundentakt immer so ein bisschen genieselt. Dann ab und zu kam man ein bisschen mehr runter. Und ja, dementsprechend konnte ich nicht vorher los. Wir haben jetzt gleich 20 vor 1. Genau Mittagszeit. 12:30 ist bei uns Mittag. Und ich musste schon anrufen, sagen, dass ich später komme. Weil es immer Ärger gibt. Ich weiß nicht, ob ihr das von zu Hause kennt, wenn man zu spät zum Mittag kommt. Ah, das Problem. Gut, wir haben die so 2 Stunden eingehalten. Ich drehe euch mal ein bisschen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt. Da vorne haben wir eine Beregnung ausgezogen, hier fürs Vorgewinde. Und die wird aber erst heute Abend angemacht. Die schmeißt 90 Meter weit, also sprich 45 in jede Richtung. Und ja, dementsprechend werden die 45 Meter hier in dem Bestand, da würde es ja dann direkt abgespült werden, wenn wir die jetzt sofort anmachen. Oh, guck mal, jetzt habt ihr die Sicht nach vorne. Wunderschön sauber. Das ist nach vorne, deswegen filme ich auch erst hier. Da haben wir eine Sorte, die haben wir auch beanstandet. Die ist bei allen Leuten, die die Sorte gekauft haben und gepflanzt haben, unglaublich kacke aufgelaufen. Und dementsprechend ist das Feld voll in Melde untergegangen, beziehungsweise der Teil da hinten. Aber hier habe ich gedacht, das lohnt sich, hier kann ich Kamera mal rausholen. Und das einzige Problem, was ich hier so beim Durchfahren sehe, ist teilweise die Käfer. Die legen jetzt wieder ihre Eier und dann kommt der nächste Schwung Larven und dann müssen wir hier wahrscheinlich auch wieder mit Novodor durch. Genau, jetzt ist ja immer noch Kupfer. Wir sehen uns da, bis dahin. Ja, moin Leute, wir haben nächsten Tag und er hier ist immer noch in der Ruhephase. Ihr seht die Pfütze da unten. Ja, es ist die ganze Zeit so ein Ärgerwetter, es regnet. Jetzt in der Nacht kam wieder 5 mm. Und wir sind hier schön mit dem Fahrrad gerade unterwegs zu unserer Biogasanlage. Wir schmeißen jetzt erstmal wieder Fütterer ganz normal voll. Ich habe Mist schon drin, ein bisschen Gras habe ich auch schon mit reingeschmissen. Wir füttern ja Gras, Mais, Silage und Schweinemist. Den bekommen wir von einem EU-Biobetrieb aus dem benachbarten Bundesland. Und genau, das war es dann auch schon wieder. Ich muss noch Werte aufschreiben, einmal kurz ein bisschen rumgehen. Ja, ansonsten meinte ich ja gerade schon, Drescher hat Pause. Ich meinte ja am Anfang vom Video, dass ich hoffe, dass wir mit dem Hafer in Gange kommen. Hafer dreschen, unseren glutenfreien, aber das wird nichts. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass es morgen was wird. Strohbunde zusammenstellen ist Carsten auch gerade voll im Gange. Die eine große Fläche hat er schon fertig. Wo ich im letzten Vlog im Regen die 2 16-Tonner mit Roggen weggeholt habe. Und jetzt ist er gerade auch Richtung Lanze die anderen Roggenflächen wegstapeln. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera überhaupt so rüberkommt. Da hinten wird es auch schon wieder dunkel. Es ist morgen insgesamt. Ja, wir nutzen immer 3 verschiedene Wetter-Apps. Die eine sagt 2, die andere sagt 4, die andere sagt 10 mm Regen. Und das Schöne ist, alles so im halben Stundentakt immer mal wieder ein bisschen Tröppelkram. Ja. Kann man nichts gegen machen, ne? Steckst du nicht drin. So. Ich sehe schon, ich mache jetzt noch 2 Schaufeln rein. Muss ich noch die Werte aufschreiben. Und Motor einmal abchecken. So, und in irgendeinem Video wurde auch mal gefragt, warum ich so grob mit dem Ding hier umgehe.
Unsere Schaufel vorne, die ist, ich versuche sie mal anzuwinkeln, dreigeteilt. 1, 2, 3 Parzellen hat die. Die hat da so Trennwände, Trennscheibenwände, ich weiß nicht, wie man sowas wirklich nennen will, hat die drinne. Und da bleibt der Mais ganz gerne mal drinne hängen. Ja, deswegen schütte ich immer so stark, damit wirklich alles rauskommt. So, alles klar, ich mache ja Biogasanlagendienst fertig. Wir sehen uns später wieder. Bis dann. Der kann das, wa? So, ich fahre jetzt erstmal die beiden Wagen. Was war das denn jetzt? Jetzt habe ich mit dem Knopf hier einfach wirklich den ganzen Tag geskippt. Ja, nee, Leute. Spaß beiseite. Euer Profi-YouTuber Bio Peters hat mal wieder seine Akkus nicht im Griff. Und zwar waren wir gestern noch auf diesem Trecker damit am Schluss beschäftigt, unseren Trocknungszug zusammenzuhängen. Wie ihr jetzt seht, wir sind in der Kartoffelhalle und das ist auch nicht mehr der Zug, den ich gestern zusammengehangen habe mit Carsten. Das ist jetzt Mulde-Kröger-Kombi. Wir haben gestern nämlich noch Dinkel gedroschen. Ja, da wollte ich, beziehungsweise ich habe den ersten Zug hingefahren und dann wollte ich das schön filmen. Aber ja, wie ich gerade schon gesagt habe, es tut mir wirklich leid, aber ich krieg's irgendwie oft nicht zwischen meine Akkus richtig zu laden. Das war auch noch die eine Dinkelfläche, die ich immer so hoch angepriesen habe, hier aus diesem Video. Wenn ihr jetzt die letzten beiden Vlogs gesehen habt, kennt ihr das Video schon. Aber da habe ich ja immer gesagt, da kommen bestimmt so um die 5 Tonnen runter. Ja, Pustekuchen. Kam fast 6 runter. Ey Leute, es ist, ja gut, das ist aber auch wahrscheinlich so unsere beste Fläche. Es waren 7,3 Hektar. Und wir haben dann nicht ganz 6 Tonnen runtergekriegt. Ich glaube 5,8 oder so waren das. Zwischendurch ging der Messer beim Drescher sogar auf 9 Tonnen hoch, hat Carsten gesagt. Ja, aber wie gesagt, ich war dann da, ich konnte nicht mehr wirklich was filmen. Danach hat Christopher weiter Wagen gefahren. Ich hatte ein bisschen Malheur abends noch an der Biogasanlage. Der Feststoffeintrag, also der Fütterer, der will irgendwie nicht so ganz momentan. Und ja, wir haben jetzt Sonntagnachmittag. Das hier ist der letzte Wagen, der gerade getrocknet wird. Die beiden hat Carsten heute Morgen schon umgeladen. Das waren die nämlich von der Kröger-Hilton-Kombi, wo wir gerade herkommen. Und die hat Carsten da vorne. Hier haben wir ein bisschen Platz in der Halle. Hier haben wir später dann auch immer unseren ganzen Mais gelagert. Und quasi nutzen diesen Bereich der Getreidehalle zum Umlagern. Beziehungsweise oder zum Umfüllen. Und hier hat Carsten auch den Dinkel hingekippt und dann wieder aufgeladen auf die drei Trocknungswagen. Einer ist momentan angeschlossen, die anderen beiden nicht. Der eine war nämlich heute Morgen noch nicht ganz trocken. Die haben wir gestern mit 16 bis 17% gedroschen. Und ja, heute Morgen waren sie dann bei 14,5 optimal. So, das Problem ist ja, das ist momentan die ganze Zeit so ein Geklaue. Ich weiß nicht, ob ihr das hier noch so ein bisschen erkennen könnt, hier neben den Drescher, die Pfützen. Es hat in der Nacht auch wieder dauerhaft geregnet und gestern war so ein Zeitraum, den mussten wir nutzen. Da sind wir dann los und haben unseren Dinkel da in Redebeitz ab. Beziehungsweise erstmal nur die erste Fläche. Wir haben da noch 13 Hektar stehen, da werde ich euch dann auf jeden Fall mit hinnehmen. Jetzt wollen wir erstmal gucken, wie trocken der hier wirklich ist. Ich habe hier jetzt schon bestimmt seit einer Dreiviertelstunde lasse ich hier kühle Luft drinne durchpusten, so dass hier der Dinkel, oh, der fühlt sich aber ganz schön trocken an, dass der nicht warm weggelagert wird. Das kann nämlich dann auch immer ein bisschen Problem geben. Wir können ja mal gucken, auf wie viel Grad Kühlung gerade läuft. 30 Grad läuft sogar da. Also das ist Pumpe, Wärmepumpe ist aus.
Wir haben hier hinten eine Steuerung, Pumpe, Lüftung. Ich hoffe, man erkennt das hier auch, weil es jetzt relativ dunkel ist. Ja, darüber können wir einmal die Herzanzahl, wie doll die pumpt. Und hier unten haben wir noch einen Temperaturregler. Ja, da können wir jetzt quasi genau einstellen, wie viel Wärme wir jetzt von der Biogasanlage hier durchjagen wollen. Gut, reicht jetzt erstmal mit Gerede. Wir wollen jetzt mal einmal kurz gucken, was der Dinkel hier hat. So, und dann hoffe ich jetzt mal, dass die Kamera nicht runterfällt. Bei dem Messstab, den kann ich hier oben, kann ich den nämlich drehen. Und dann sehen wir, dass sich erst unten öffnet und dann oben. Das ist nämlich in dem Sinne wichtig, dass wenn ich den Messstab jetzt reinstecke und der sich erst oben öffnen würde, dann würde ja das ganze Getreide von oben nach unten laufen und dann haben wir quasi einfach nur eine Probe von einer kleinen Schicht. Deswegen stecke ich den so, wenn er jetzt geschlossen ist, rein, öffne ihn und beim Dinkel muss ich auch immer ein bisschen hin und her wackeln, weil durch die ganzen Fäsen hier rutscht das nicht so gut rein. Dann öffne ich den Stab langsam und sehen wir, zum Schluss öffnet er sich auch oben. Und dann ist er bis hierhin gefüllt mit Korn und dann kann ich ihn wieder schließen, rausziehen und dann haben wir eine Probe von dem ganzen Wagen, beziehungsweise einen vernünftigeren Durchschnitt. Und auch jetzt hier so beim Reinstecken merke ich schon, dass der ja, ziemlich trocken ist. So, können wir das jetzt mal messen. Jo, ganz kurzer Einspieler aus der Zukunft. Ich habe die Wagen hier jetzt schon einmal angeklemmt. Die machen wir aber erst nachher an, weil sonst werden die zu trocken. Und zwar habe ich mir dabei gedacht, vielleicht fragt ihr euch, wie kann das sein, dass der Biopeters von der einen Fläche 5,8 Tonnen erntet und von der anderen Fläche keine 3. Ganz einfacher Grund, beides nicht beregnet, aber komplett unterschiedliche Böden. Auf dem einen Standort haben wir 22 Bodenpunkte, auf dem anderen 55. So, auf dem 55er Boden, gut, war auch Vorfrucht Soja, ne, Leguminose, immer super duper Vorfrucht. Aber ja, das einfach mal so als kleine Orientierung, warum die Erträge so unterschiedlich sind. So, jetzt geht's aber weiter mit meinem anderen Gefasel. So, Wagen haben wir gemessen, der hat 14%. Das ist auch optimal. Ja, mit dem Messen, da habt ihr das ja auch schon oft genug gesehen, dass wir das mit der Kaffeemühle machen. Ja, da meinte ja auch einer, muss man nicht, weil es ja sowieso in dem Spelz gelagert wird, wie man hier ja sieht. So lagern wir unseren Dinkel. Allerdings orientieren wir uns dann doch lieber daran, wie sie bei der Abrechnung messen. Und da machen die das mit so einer Kaffeemühle, beziehungsweise habe ich mir das bei der Genossenschaft abgeguckt. Und genau. Hier ist unser dritter Haufen, von dem ich schon mal, oder unser dritter Lüftungskanal, zweiter Haufen, von dem ich schon mal was gesagt hatte. Und wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, wie die anderen 13 Hektar aus Redebeitz noch dazukommen, wo Redebeitz ist ja die Fläche, wo wir jetzt gestern die 6 Tonnen hatten vom Hektar. Das wird aber auf der anderen Fläche, denke ich, nicht passieren. 5 Tonnen werden es aber bestimmt. Da werde ich euch auf jeden Fall mit hinnehmen und euch das mal zeigen, wie das auch mal aussieht, wenn es sauber ist, was lohnt und ja. Wir mussten das jetzt halt auch abtüdeln, damit wir die Fallzeile nicht kaputt machen. Wenn es immer wieder reinregnet, trocknet, dann geht die Fallzeile irgendwann kaputt. Und ja, das ist ein wichtiges Kriterium und denke, damit du da deine Speisequalität hast. Aber auf jeden Fall das Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr den ganzen Kram nicht verpassen wollt. Im nächsten Video ist auch bestimmt wieder ein bisschen mehr Action. Das tut mir leid, aber das war ja diese Woche durch den Regen, durch das Wetter so ein bisschen ruhiger hier. Und genau, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Der kann das, wa? So, ich fahre jetzt erstmal die beiden Wagen. Was war das denn jetzt?